Da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Bitpanda Portfolio Update. Was für eine Woche. Bitcoin schießt über die 90.000 Dollar. Was kann es Schöneres geben? Ich habe die Woche auch schon ein paar Gewinne realisiert. Zeige ich euch alles in meinem Bitpanda Portfolio Update, was ich gemacht habe, in was ich auch umgeschichtet habe. Zuerst kommen wir aber zu den Top-Movern und zu den Top-Verlierern auf Bitpanda. Da sind ja ein paar tausend Aktien gelistet und ein paar hundert Kryptowährungen. Ich glaube 400 plus Kryptowährungen, es kommen stetig welche dazu. Vielleicht haben wir auch schon die 500er Marke geknackt. Da habe ich schon mittlerweile den Überblick verloren. Aber gut, starten wir rein. Wir haben hier Micro Harvest Holding mit über 333% im Plus. Dogami mit über 606% im Plus. Peanut the Squirrel, ein Meme-Coin mit über 1536% im Plus. Und man kann ja über Memecoins sagen, was man will, aber sie performen halt, und bei Peanut tut es nochmal extremer weh, es zu sehen, denn ich war ganz, ganz früh beim Peanut drinnen. Zur US-Wahl ist der Coin entstanden und ich habe mir eigentlich gedacht, nach dem ersten Pumps, dass nach der US-Wahl das Interesse zurückgehen wird. Und vor allem, es gab einen Peanut, der wurde schon früher erstellt, 16 Tage früher, der ausgeschriebene Peanut, also nicht PNUT, sondern Peanut ausgeschrieben. Und deswegen habe ich dort dann rüber geswappt, aber da habe ich wohl aufs falsche Pferd gesetzt. Wie man sieht, wurde der 16 Tage später gelaunchte Peanut dann überall gelistet auf allen möglichen Exchanges und hat den Support bekommen. Hätte ich meine Peanut-Position einfach gehalten, das hätte dann schon mein Bitpanda-Portfolio geflippt. Aber gut, ich kann mich nicht beschweren über mein Solana-Meme-Coin-Portfolio, das ist eh gerade extrem am Abgehen. Als letztes haben wir dann noch Act One mit über 2676% plus. Kommen wir zu den Top-Verlierern. Wie sieht es da aus? Fortube mit über 28% im Minus, Stada mit über 31% im Minus, XSwap mit über 37% im Minus und Atos mit über 65% im Minus diese Woche. Und wie sieht es bei mir aus am Portfolio? Ja, das reine Bitcoin-Portfolio hat besser performt die Woche und auch das Solana Memecoin-Portfolio hat besser performt. Aber trotzdem haben wir auf dem Bitpanda-Portfolio eine Performance von 3,38% plus in 7 Tagen. Wir waren bei den 40.908 Euro und sind jetzt bei den 42.316 Euro. Ich war die Woche auch schon ein bisschen höher bei den 44.400, aber ich habe auch ein bisschen Gewinne mitgenommen und auch das Portfolio ein bisschen rebalanced. Also die Woche habe ich ein bisschen mehr getradet, das werdet ihr hier auch gleich in der Portfolioübersicht merken. Best ist noch immer bei 53% Portfolioanteil, da hat sich jetzt nicht viel getan, aber bei den anderen Positionen habe ich ein bisschen was an Gewinnen realisiert. Aber starten wir einfach mal rein und gehen das einfach Schritt für Schritt durch, was ich da gemacht habe. Ihr seht hier auf der Seite, es sind ziemlich viele Positionen. Ich sage jetzt immer nur ein, zwei Sätze dazu. Wenn ihr da noch ein ausführliches Video zu irgendeinem Coin haben wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Wenn genug Kommentare da sind, mache ich noch ein Video dazu, wenn ich die Zeit dazu finde. Momentan ist bei mir aber auch wirklich stressig, deswegen kommt auch gerade nicht so viel Content. Starten wir mit BTC, liegt jetzt bei 7,4%, 3.131 Euro momentan die Position wert. Wir haben ein bisschen was von der Position auf Bitpanda realisiert und in neue Coins geswappt. Und ich habe auch ein bisschen was von dem, was ich im Bärenmarkt auf die Seite gepackt habe. Von der Position habe ich auch schon ein bisschen was verkauft. Ich habe ja immer wieder Bitcoin gesammelt, bis ich über 0,1 BTC war. Also die Leute, die mich länger verfolgen, die haben das auch mitbekommen. Und dann habe ich das rüber gesendet auf meine Hardware-Wallet. Und davon fange ich jetzt an, Teile zu verkaufen. Und alleine das bisschen BTC, was ich über den Bärenmarkt eingesammelt habe, ist schon mehr wert als meine Best-Position momentan. Also Best zu BTC ist wirklich auf einem Low. Schauen wir uns dann aber in den News dann auch nochmal an. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich habe nicht meine ganze Bitcoin-Position verkauft, ja, sondern ich habe nur einen Teil realisiert. Und auch nur mit dem Teil von den BTC, die ich nicht langfristig halten will, sondern die ich einfach jetzt aus spekulativen Gründen auch den Run gekauft habe. Gut, kommen wir zur nächsten Position, zu Panthos. Da habe ich auch ein bisschen runtergestutzt auf meine Wunschmenge 20.000 Panthos. Wir wissen einfach noch nicht, wie lange es noch dauert mit Panthos. Währenddessen einfach die Gains auf der Seite liegen lassen. Warum? Deswegen haben wir da auch ein bisschen runtergestutzt. Genauso wie GRT. GRT ist hochgelaufen, wie der Bitcoin-Pump war, auf die fast 19 Cent. Und um die 18 Cent habe ich mir dann gedacht, ich stutze da jetzt mal zurück. Ist jetzt auch am weitesten zurückgekommen von den Positionen. Also bei GRT waren auch 3.000 Euro noch drinnen beim Verkauf, aber die sind jetzt am weitesten zurückgekommen seit dem Zeitpunkt des Verkaufs. Dann habe ich jetzt noch NIR dazu gepackt, ist sehr gut gelaufen, ist jetzt schon zweimal über die 1.000 Euro und ich habe jedes Mal ein 100er rausgenommen und hält sich
noch immer sehr gut. Hier müsste ich jetzt noch 800 Euro realisieren, dann ist mir die Position komplett egal, dann kann ich sie einfach laufen lassen und egal was damit ist, ich mache keinen Verlust, weil ich habe den Rest schon rausgezogen. Das gleiche habe ich auch schon mit Solana gemacht. Da habe ich jedes Mal, wie Solana hochgegangen ist, das bisschen was drüber rausgenommen. Hier im Bitpanda-Portfolio sieht man das nicht, aber für meinen Geschmack bin ich jetzt sogar schon ein bisschen zu überinvestiert in Solana mit den ganzen Solana-Meme-Coins, die ich halte. Deswegen werde ich es hier auch auf Bitpanda so handhaben. Sobald es pumpt, werde ich die Gains rausziehen und dann noch in andere Altcoins verteilen. Das mache ich sowieso jetzt mit all diesen Positionen, die ich aufgebaut habe. Ich habe Ethereum auch noch ein bisschen hier auf Bitpanda aufgestockt, nur um die auch in Richtung zu den 1000 Euro zu bringen, die Position. Ich habe auch noch so Ethereum im Stake, aber ich habe es mir einfach hier ins Portfolio dazugelegt, damit ich sehe, wie es im Verhältnis zu den anderen Assets performt. Dann habe ich noch Aptos reingepackt, da haben wir auch schon ein bisschen was realisiert, aber nicht so viel jetzt wie bei NIR zum Beispiel. Dann habe ich noch ein bisschen Cosmos aufgestockt, dass wir da auch wieder zu den 1000 kommen. Bei Polkadot habe ich über 300 Euro realisiert und in andere Coins umgeschichtet, wie es über den 1000 Euro war. Da waren wir auch schön im Plus. Polygon habe ich auch reduziert, auf das gleiche Niveau gebracht wie jetzt die anderen Positionen, einfach das, was über den 1000 Euro war, rausgenommen. Die sind jetzt auch schon wieder ein bisschen zurückgekommen, genauso wie Phantom, Exela, Casper, FetchAI und die neueste Position, die ich gerade im Moment aufbaue, ist Ondo. Und auf Ondo bin ich gerade im Moment bullish, da will ich die Position so schnell wie möglich eigentlich aufbauen, deswegen hoffe ich, dass die Altcoins jetzt schön mal pumpen, dass wir da wieder ein bisschen was rausziehen können und wieder neu verteilen können. Wieso ich so bullish bin auf Ondo? Ich glaube, dieses Bild hier reicht. Also gebackt bei BlackRock, ich glaube, da wird noch einiges passieren bei Ondo. Und im Altcoin Run, glaube ich, wird dann Ondo auch sehr gut performen können. Was habe ich jetzt sonst noch auf die Watchlist gepackt? Ich habe da immer nur 1,45 Euro reingepackt, aber wir sehen die Meme-Coins, die drei, die ich da ausgewählt habe, einfach nur, um sie mal zu beobachten, hätten schon richtig gut performt. Also hätten wir da 1.000er reingepackt, hätten wir schon ordentliche Gewinne mitnehmen können und auf andere Coins verteilen können. Ich habe auch noch ein paar ernsthafte Projekte auch noch auf der Watchlist, nämlich Mantra, ein Projekt, das so ein bisschen ins AI reingeht, R-Wave, ein Gaming-Projekt, Superverse und MetisDAO. Finde ich auch noch sehr spannend. Die sind auf meiner Watchlist und das heißt, wenn die anderen Altcoins Gains machen und ich da was abzwack, werde ich zuerst jetzt einmal Ondo aufbauen und dann werde ich schauen, ob ich bei den anderen Coins vielleicht noch einen guten Einstieg finde, um mir da auch eine kleine Position aufzubauen. Viele der Coins kann man auch staken und auch, dass ich jetzt viel getradet habe, das hat meine Best Rewards hochgepusht. Deswegen sind meine wöchentlichen Rewards diese Woche auch hochgegangen und ich spekuliere darauf, dass wenn die BTC-Dominance austoppt sozusagen, dann die Alt-Season losgeht und dann will ich schön positioniert sein. Das sind jetzt keine Buy-and-Hold-Forever-Positionen, mit denen will ich jetzt wirklich aktiv handeln und ein bisschen versuchen, das Portfolio zu vergrößern. Und je nachdem, wie gut mir das gelingt, können wir dann vielleicht auch noch andere Positionen noch weiter aufstocken. Vielleicht auch nochmal Best aufstocken, denn ich glaube, Best, seine Zeit wird auch noch kommen. Nach außen kommunizieren sie nichts, aber die internen Tester sehen immer weitere Verbesserungen an den Features. Das heißt, Bitpanda hört auf die Kritik der Tester und das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass sie da nicht Sachen verfrüht bringen, wo dann die Leute enttäuscht sind, sondern dass sie das richtig machen und dann richtig geiles Zeug bringen, wo alle Leute richtig FOMO bekommen. Und ich habe ein Tool entwickelt, das gibt es nur hier speziell auf dem Henry Hart Kanal. Das ist das Dirk Barometer. Ich glaube, Dirk wird ein lebendiges Meme. Falls ihr euch noch an das Kommentar erinnern könnt, vor einem Monat, das hat sich einfach so in mein Hirn eingebrannt. Ja. Bei BTC fehlt komplett das Volumen. Null Hype, null Trends und kein Momentum rund um Krypto. Kein Interesse bei Retailern. Also kein Krypto-Casino-Party wie 2021. Da war Bitcoin gerade bei den 60k und ist aber schön von den 60k gebounced und alles hat eigentlich danach ausgesehen, dass wir einen weiteren Ausbruch bald erleben. Aber Dirk war sehr, sehr bearish, hat nicht daran geglaubt und ja, jetzt sind wir bei den 90k. Und genau dasselbe Dirk hat im letzten Video geschrieben, bei Best tut sich nichts und so weiter. Also ihr könnt euch vorstellen, ungefähr von letzter Woche an ein Monat und dann sollten wir ungefähr doppelt so hoch stehen bei Best. Nach meinem Dirk Barometer. So, Spaß beiseite. Nicht böse nehmen, Dirk. Ich fand es einfach nur lustig. Das Kommentar hat sich bei mir einfach nur eingebrannt. Und jetzt in der Retro-Perspektive ist es halt einfach lustig. Kommen wir jetzt nun zur Asset-Aufteilung. In welche Kategorien habe ich da jetzt so investiert? Zum einen mal den größten Teil in Layer 1. Wir haben leider gesehen, dass die Layer 2 gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben.
Also Arbitrum etc. Polygon war ja mein Favorit da, habe ich jetzt auch runtergestutzt, weil einfach die Aufmerksamkeit nicht da war. Die Aufmerksamkeit war eher jetzt bei Solana und anderen Layer 1 Chains und deswegen haben wir uns da ein Körbchen von potenziell guten Layer 1 Chains reingepackt, die auch Potenzial haben. Ich habe auch ein paar von denen schon früher gehalten und kurzzeitig getradet, so wie Casper. Und die Coins, die ich jetzt hier ausgewählt habe, haben meiner Meinung nach gutes Potenzial von dieser Hype-Welle viel mitzubekommen. Dann bei der AI-Sparte habe ich The Graph ein bisschen runtergestutzt, Fetch AI ein bisschen aufgestockt, Near aufgestockt, dann wieder ein bisschen runtergestutzt. Die halte ich jetzt immer so bei einem Tausender, die Position, wenn sie drüber geht, verkaufe ich was. Wenn sie drunter geht, kaufe ich wieder ein bisschen was ein. Ganz unabhängig jetzt von der Coin-Anzahl, das ist jetzt nicht so wie bei Best, wo ich jetzt sage, ich halte jetzt da 50.000 Best, die will ich fix haben. Oder wie bei Panthos, wo ich sage, 20.000 Panthos will ich fix haben. Sondern wirklich, das ist einfach variabel. Wie der NIR jetzt steigt, da orientiere ich mich rein an der Euro-Positionsgröße, um einfach so viel wie möglich Positionen aufzubauen, bevor jetzt die Altcoin-Season so richtig losgeht. Man merkt es eh schon teilweise, dass die Coins schon verrückt spielen. Viele von den Coins, die ich jetzt dazu gekauft habe, kann man direkt auf Bitpanda auch staken, flexibel, also jederzeit rein und rauspacken, was perfekt für meine Strategie ist. Während sie da liegen und ich warte, dass sie Gains produzieren, produzieren sie auch gleichzeitig Staking Rewards. Jetzt merke ich gerade, bei Fetch.ai habe ich das noch gar nicht geändert. Fetch ist jetzt auch schon stakebar auf Bitpanda, war früher nicht stakebar, ist ja dann neu dazugekommen und ich habe es noch nicht in dem Tag hier geändert, deswegen ist es noch bei Staking Soon. Ich hoffe, für Panthos kommt das Staking dann auch schnellstmöglich, also dass sie dann das Delegated Staking so schnell wie möglich dann auch fokussieren. Das wird natürlich dann auch langfristig zur Preisstabilität beitragen, wenn viele Leute ihre Panthers in den Stake packen, um langfristig davon zu profitieren. Bitcoin und Casper und Ondo, die werfen uns auch keine Rewards aus. Bitcoin und Casper Proof of Work Coins. Bei Bitcoin entwickeln sich zwar gerade auf der Babylon Chain das Staken, aber ja, das wird alles noch ein bisschen dauern. Jetzt kommen wir zu den Staking Rewards und Dividenden. Wie sieht es da aus? Das sieht sehr gut aus diese Woche. Da wir natürlich jetzt viele Staking-Coin-Positionen aufgebaut haben, haben wir auch mehr Staking-Rewards bekommen. Ich habe auch höhere Best-Rewards bekommen wegen dem Trading-Volumen. Werde am Montag dann auch wieder höhere Best-Rewards bekommen durch das Trading-Volumen, das ich gemacht habe, weil ich das so ein bisschen gesplittet habe. Das eine habe ich am Wochenende noch gemacht, bevor die neue Woche begonnen hat. Und jetzt die Woche habe ich auch schon wieder ordentlich Trading-Volumen gemacht, sodass meine Best Rewards nächste Woche auch wieder ein bisschen höher sein werden. Und ich glaube, mit dem Umschichten haben wir es jetzt geschafft, dass wir im November, Dezember gar nicht so schlecht abschneiden werden. Wenn wir auf die Jahresübersicht rüber wechseln, ihr wisst ja, ich wollte auf die 4000 kommen. Das war so mein Ziel an Rewards. Da wir jetzt in mehr Staking-Coins reingegangen sind, sollte es sich ausgehen. Wir haben jetzt noch 2 Wochen vor uns, wo Staking Rewards und Best Rewards kommen in diesem Monat. Und dann haben wir noch ein ganzes Monat vor uns, wo wir dann hoffentlich über die 4000 kommen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ihr wisst Bescheid, abonniert den Kanal. Das war es jetzt auch schon mit dem Wochenrückblick. Jetzt springen wir in die News. Starten wir gleich rein. Es gibt ein weiteres Tennis-Sponsoring, nämlich Alex Zverev ist jetzt Bitpanda Global Ambassador. Und wie schon vorher auch erwähnt, auf der Bitpanda Advanced tun sich jetzt einige Dinge. Über 294 Trading-Paare wurden jetzt gelistet. Das war auch ein Kritikpunkt der Tester, dass noch zu wenig Paare verfügbar waren. Mittlerweile sind jetzt auch mehr Paare verfügbar. Die Gebühren sind auch sehr niedrig. Ich bin mittlerweile auch schon fleißig am Testen und auch viele Swaps, die ihr jetzt auf Bitpanda gesehen habt, die ich gemacht habe, habe ich über die Bitpanda Advanced gemacht. Und der eindeutig klare Vorteil ist halt dieser, dass das Volumen auf der Bitpanda Advanced direkt zu den Best Rewards zählt. Also es wird viel einfacher werden, sein Volumen zu pushen für Leute in Österreich vor allem, die jetzt nicht auf die Steuerhaltefrist achten, sondern die kurzfristig von Krypto zu Krypto mal swappen. Für die wird es jetzt einfacher sein, das Maximum aus den Best Rewards rauszuholen. Und ich weiß, die Stimmung ist momentan bei Best wirklich auf einem Tiefpunkt. Die Leute werden richtig nervös. Was passiert da? Wieso performt er nicht? Wenn wir auf den BTC zu Best Chart schauen, sind wir auf einem All-Time-Low momentan. Und alle denken sich, was passiert da? Was kommt da? Bitpanda kommuniziert nicht. Sie bauen einfach, sie machen die Sachen fertig und sie werden dann ein Ding nach dem anderen bringen. Und genauso wie der Dirk vor einem Monat auf BTC sehr bearish war, sind jetzt viele Leute bei Best sehr bearish. Das heißt zwar noch nicht, dass wir die komplette Kapitulation erlebt haben bei Best,
Aber die Stimmung ist schon wirklich am ziemlichen Tief, würde ich sagen. Und das Gute am Best ist ja, je mehr die Best-Vips handeln, desto mehr Best werden dann auch verbrannt. Und natürlich auch, Best ist jetzt ein Coin, der eher jetzt die neuen Investoren targetet. Muss man einfach dazu sagen, die jetzt bei Bitcoin und bei den anderen Altcoins den Run sozusagen verpasst haben und sich dann das nächste große Ding suchen. Und wir haben das auch im letzten Bullrun erlebt. Ja, zuerst hat Bitcoin gepumpt, dann hat Ether gepumpt, dann haben die anderen Midcaps gepumpt und dann haben die Lowcaps gepumpt und da war Best auch ordentlich mit dabei und auch Panthos hat damals auch gepumpt. Und ich habe das Gefühl, dass es eh schon langsam anfängt, dass es BTC-Gains in die Midcaps fließen und dann werden sie auch in die kleineren Market Caps fließen und davon wird dann Best wieder massiv profitieren. Ich glaube auch, dass der Burn dieses Monat gar nicht so schlecht ausfallen wird, weil der Bestpreis ziemlich niedrig ist, aber das Volumen ziemlich hoch gegangen ist. Je mehr Best vom Markt zurückgekauft und verbrannt werden, desto besser ist es natürlich dann auch langfristig für die Besthalter. Vor allem, wenn dann auf einmal wieder die Nachfrage stark steil nach oben geht und gar nicht mehr so viel Best da sind. Dann ein weiterer Chart vom inoffiziellen Best-Kanal. Über 2,8 Millionen Euro wurden schon am Besthalter ausgeschüttet. Wir sind bald bei den 2,9 Millionen Euro. In Form von Tokens. Das heißt, wenn man bei Bitpanda im Spotlight-Menü auf Folgen klickt, kann man dann, wenn man Best haltet, Tokens bekommen als Airdrop. Wenn man vom Start an des Spotlight-Features mit dabei war und immer fleißig geclaimt hat, hat man jetzt schon über 100 Euro an Spotlight-Airdrops in seinem Portfolio liegen. Ich glaube, es müssten jetzt schon mittlerweile so 300, 400 Euro wert sein, wenn man sie nicht geswappt hat. Ein bisschen schade, dass Bitpanda das mit ihrem X-Kanal nicht auch teilt, weil das sind eigentlich Stats, die man nicht verstecken braucht für Best. Die haben eine viel größere Reichweite als der inoffizielle Best-Kanal. Die könnten da mal ein bisschen supporten. Ich werde das auch nochmal extra als Kritikpunkt anbringen, dass sie da die Vorteile ein bisschen mehr rausheben vom Best, weil solche Sachen, die der Chris hier postet, könnte man super auf der Webseite anzeigen, dass die Leute sehen, was haben sich jetzt die Spotlights bisher gebracht, etc. Damit man die Features besser versteht und die Vorteile besser versteht. Ich glaube sogar, bei Best braucht es gar nicht so viel. Ja? Ich glaube, wenn man den Leuten einfach nur zeigen würde, hey Leute, so und so viel Geld hättet ihr euch gespart, wenn ihr Best halten würdet, so und so viel Staking Rewards hättet ihr mehr bekommen, wenn ihr Best halten würdet und das in einer schönen Anzeige, dann glaube ich, wird das schon einige Leute überzeugen. Das sind jetzt keine komplizierten Sachen. Vielleicht müssen wir als Best Community auch eine Petition rausbringen. Und ich finde, so Kleinigkeiten wie die Vorzüge vom Best herausheben, das sollte eigentlich Standard sein. Und wenn sie es nicht selber machen wollen, ja, dann, sie haben den Chris zum Beispiel, den Best inoffiziellen Kanal, der da immer tolle Grafiken postet und zeigt, was Best für Sonderfeatures hat und die auch ein bisschen mit erklärt und zeigt, wie viel da schon reingekommen ist, etc. Das weckt halt Interesse für Best und das fehlt so ein bisschen auf der Bitpanda-Seite. Und da auch mein Appell an die Bitpanda-Mitarbeiter: Make Best great again. Ja, mit so kleinen, simplen Sachen die Vorzüge herausheben und ich glaube, das könnte schon viel bei Best bringen. Denn es handeln ja viele Leute auf Bitpanda, so ist es ja nicht. Nur man muss halt ein bisschen mehr herzeigen, was die Vorteile bei Best sind, was den Leuten entgeht, sozusagen, wenn sie keine Best halten auf Bitpanda. Das könnte, glaube ich, schon sehr, sehr viel bringen. So, genug Kritik. Kommen wir zur nächsten Grafik. Da sehen wir nämlich die Anzahl an Best-VIPs, die geclaimt haben beim letzten Spotlight, nämlich beim Simon's Cat Spotlight. Und da sehen wir auch, die Tendenz ist wachsend. Deswegen war das Simon's Cat Spotlight auch ein bisschen kleiner als jetzt zum Beispiel einer davor, weil einfach mehr Leute mitgemacht haben und der Pool einfach nicht so groß war. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, was für Spotlights Bitpanda dieses Jahr noch raushaut, aber wir sehen auf jeden Fall, die Tendenz ist steigend bei der Teilnahme der Leute. Wir hatten so ein bisschen hier so eine Seitwärtsphase, aber jetzt im Moment sind wieder mehr Leute auf Bitpanda aktiv und claimen ihre Spotlights. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass so langsam der Retail wieder zurückkommt. Jetzt schauen wir uns noch die neuen Assets auf Bitpanda an. Da ist ja einiges dazugekommen. Goat, Cow, Cetus, Peanut, Act, EuroCV, ein weiterer Euro-Stablecoin und Simon's Cat, das letzte Bitpanda Spotlight. Ja, wahnsinnig viel Meme-Coins, aber der Sektor rennt auch im Moment. Und das erinnert mich immer an so einen Trader-Spruch: Don't love it, don't hate it, just trade it. Ja, das passt ganz gut zu den Meme-Coins. So, das waren jetzt alle neuen Assets auf Bitpanda und alle News. Ist die Woche ein bisschen mager gewesen, aber wir haben auch gesehen bei den Testern, Bitpanda arbeitet an den Features. Das heißt, wenn die Sachen kommen, dann sollten sie dann auch ordentlich kommen.
Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Geduld und ich hoffe, wir werden dann auch für unsere Geduld belohnt, also alle Panthers und Besthalter. So viel dazu, jetzt springen wir rüber in die Charts. So, wir starten immer mit BTC, USDT, Bitcoin schon fast bei den 90.000 wieder, pendelt sich da gerade in dieser Region momentan ein. Sehr, sehr bullish. Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, wenn er über die 80.000 bricht, dann wäre das sehr, sehr bullish. Und es scheint auch so, dass die ganzen Institutional Investoren richtig FOMO bekommen. Für mich hat sich das richtig ausgezahlt. Ihr könnt euch erinnern, hier den Dip gekauft, jetzt hier oben was realisiert. Wahnsinnig schöne Gains in so einer kurzen Zeit. Da kann man auch mal ein bisschen Gewinn realisieren. Wie gesagt, ich habe nicht die ganze Position verkauft, sondern nur Teilgewinne realisiert, weil ich glaube, dass wir sogar noch ein bisschen höher schießen können, wenn die so eine FOMO haben. Woran erkenne ich, dass die FOMO haben? Und dafür können wir uns die Nachfrage bei den Bitcoin-ETFs anschauen. Gestern, wo Bitcoin ein bisschen über den 90.000 war, haben die auch ein bisschen De-Risk betrieben, außer jetzt beim BlackRock-ETF. Aber worauf wir jetzt schauen müssen, sind diese wahnsinnigen Inflows, ja, in der Woche zuvor, die auch zu diesem Pump noch zusätzlich beigetragen haben. Jetzt langsam müssten die OTC-Desks erschöpft sein und es wirkt sich auch ein bisschen auf den Markt aus. So kommt es mir jedenfalls jetzt im Moment vor. Leider der einzige Chart, der gesammelt den OTC-Desk anzeigt, ist sauteuer, wenn man den dabei haben will bei dem Paket. Das kostet 800 Euro im Monat. Deswegen können wir da nicht immer schön draufschauen, wie da die Bestände sind. Müssten sich das einzeln bei den verschiedenen Anbietern zusammensammeln. Aber mein reines Bauchgefühl ist, die OTC-Desks müssen wahrscheinlich dauernd nachbefüllt werden bei diesen Inflows. Wir sehen auch das Average. Wir waren ja unten auf 100 und sind jetzt wieder raufgewandert auf die 130. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir uns zwischen 100 und 125 irgendwo einpendeln. Sind jetzt drüber geschossen und das bedeutet meiner Meinung nach, dass die Institutions auch schon ein bisschen FOMO haben. Wir sehen zwar auch, sie de-risken ein bisschen was, wenn der Bitcoin heiß läuft, aber wenn man hier rüber schaut, da fließt noch immer ein Haufen Kohle rein zu den BlackRock ETFs und die haben ja auch verschiedene Fonds jetzt aufgebaut, um natürlich die Developer in dem Space zu unterstützen. So wie ich es euch vorher gezeigt habe mit Ondo, auch bei verschiedenen Altcoins, haben die ihre Finger mit im Spiel. Sehr spannend auf jeden Fall, dass die Wall Street jetzt auch sozusagen FOMO bekommt. Und wir Retail-Investoren können uns jetzt darüber freuen, dass die so rein FOMOen und können ein paar Gewinne mitnehmen. Interessant wird es, glaube ich, aber auch noch, wenn Bitcoin dann über die 100.000 geht, weil dann, glaube ich, kommt die Retail-FOMO auch noch dazu. Das könnte dann richtig lustig werden, glaube ich, wenn diese gepaarte FOMO dann losgeht, immer mehr Pensionsfonds reinkommen, immer mehr Staaten dann auch anfangen, Bitcoin zu akkumulieren. Also wenn Trump seine Versprechen hält und die da anfangen, Bitcoin-Reserven dann auch aktiv aufzubauen, dann könnte dieser Bullrun richtig wild werden, meiner Meinung nach. Natürlich, er wird nicht ewig halten, aber ich glaube, man kann noch richtig gut davon profitieren. Womit rechne ich jetzt kommende Woche? Also weil dieser Ausbruch schon so, so bullish war, rechne ich eigentlich damit, dass wir sogar nochmal versuchen werden, diese 93.000 zu brechen und es wären auch immer weniger Bitcoins auf den Börsen. Das heißt, ja, es könnte sich zuspitzen und dann vielleicht doch schneller gehen, als sich das so manch einer vorgestellt hat. Ich habe mir ja gedacht, wir gehen hier unten noch ein bisschen länger seitwärts und brechen so maximal auf die 80.000 aus und gehen dann vielleicht ein bisschen seitwärts. Jetzt sind wir doch Richtung schon zu den 90.000. Das heißt, von den 100.000 gar nicht mehr so weit entfernt. Das heißt, wer weiß, was nächste Woche passiert. Das richtig bullische Szenario wäre natürlich, dass wir einen weiteren Ausbruch sehen und die 100.000 knacken. Das wäre mega bullisch. Rechne ich jetzt damit. Ich habe ja jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir auf die 90.000 gehen. Deswegen würde ich dem schon eine gute Chance einräumen, sagen wir mal so. Wie sieht das neutrale Szenario aus, dass wir nochmal das 7-Tage- bis zu 10-Tage Moving Average da die Region nochmal antesten, ob genug Support vorhanden ist und wenn der da ist, von da dann nochmal eine Bewegung nach oben machen oder sich das halt noch so ein bisschen an dieser Linie dann so entlang zieht, wie immer ein bisschen hochpumpen, wieder runter, das Ganze antesten, wieder hoch und irgendwann dann halt ausbrechen. Das bärische Szenario wäre ziemlich ähnlich, da würden wir auch nochmal dieses 7 bis 10 Tage Moving Average antesten, es aber nicht halten
und dann nochmal eine Ebene tiefer brechen. Ob das jetzt so realistisch ist, momentan, wo die so viel FOMO haben, da müssen wir einfach die Inflows weiter beobachten und auch schauen, wie es nächste Woche weitergeht. Ich im Moment habe eher so das Gefühl, dass wir da vielleicht noch ein bisschen brauchen werden, bis wir die 93 knacken und dann mal einen Versuch auf die 100k machen. Vielleicht kommt es schon nächste Woche, wer weiß, wäre sehr, sehr bullish, aber ich rechne jetzt im Dezember eigentlich damit. Da ist ja dann auch wieder das nächste FOMC-Meeting, dass wir uns hier mit dieser blauen Linie, das letzte haben wir uns das markiert, können wir uns dann auch wieder markieren für den Dezember. Und da wird es auch wieder interessant sein, wenn sie dann wieder mit den Zinsen runtergeht. Und es kommt auch immer darauf an, was der Jerome Powell das genau sagt. Aber das könnte auch nochmal ein gutes Signal dann für Bitcoin und auch dann für die Altcoins sein. Ist halt auch immer schwierig abzuschätzen, wenn so viel FOMO im Markt ist und wirklich wieder so viel Bewegung reinkommt, wie extrem es wird. Ja, wie viel FOMO bekommen die? Ja? Weil es gibt ganz schön viele Millionäre auf der Welt, aber gar nicht so viele Bitcoin. Wenn die jetzt alle Bock haben und da aufstocken, dann kann es richtig, richtig wild werden, diesen Run noch. Ich bin gespannt, wo wir landen, aber ich habe das Gefühl, in dem Run werden wir die 100k knacken. Aber ihr könnt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Soviel zum BTC, jetzt springen wir rüber zum Best. Wie sieht es beim Best momentan aus? Da testen wir wieder die 45 Cent an. Das ist jetzt gerade im Moment die Region. Wir sehen, die Leute nutzen jeden Dip, der unter die 45 Cent geht. Also wahrscheinlich eher die größeren Player, die kleineren, die schon enttäuscht sind, dass es jetzt so lange seitwärts geht. Die verlässt natürlich der Mut, die glauben, da kommt nichts mehr. Auch die Neuen werden sich das denken, dass da nichts kommt und werden dann überrascht sein, wenn Bitpanda liefert, falls sie liefern. Aber ich muss auch dazu sagen, dass die Leute immer wirklich schön den Dip gekauft haben. Also immer wieder den Preis über die 45 Cent gebracht haben. Und jedes Mal, wenn es drunter war, ist die Chance genutzt haben, um aufzustocken. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ein noch besseres Zeichen wäre natürlich, wenn wir jetzt die 45 Cent in der nächsten Woche halten würden und dann langsam ein höheres Hoch ausbauen. Das wäre schön. Was erwarte ich mir jetzt für Best? Da können wir jetzt mal die verschiedenen Szenarien durchgehen. Natürlich das bullische Szenario wäre, wir halten die 45 Cent, bauen ein höheres Hoch aus, ziehen ein bisschen wieder runter und laufen dann die 50 Cent an. Das erwarte ich aber nur, wenn Bitpanda irgendwas für Best in der kommenden Woche announced. Wenn das ausbleibt, dann rechne ich eher mit dem neutralen Szenario, dass wir vielleicht nochmal unter die 45 Cent gehen. Und dann kommt es halt wirklich darauf an, kaufen die Leute noch den Dip. Wenn wir dann kein tieferes Low ausbauen und so in der Region hier das Low ausbilden und die Leute wieder den Dip kaufen, müssen wir dann darauf achten, wie hoch wird dann das nächste Hoch, sozusagen bauen wir ein höheres Hoch aus und entwickelt sich von hier langsam so der Aufwärtstrend. Ist halt die Frage, wie das Exchange-Volumen steigt, was die anderen Altcoins machen, was der Kryptomarkt insgesamt macht. Aber im Moment sollte, glaube ich, genug Volumen da sein, dass genug Best vom Markt gekauft werden, dass das so ein bisschen abfedert, das, was die Leute halt verkaufen. Viele verkaufen ihre Rewards, viele stutzen ihre Positionen jetzt zurück, weil sie enttäuscht sind, dass Bitpanda noch nichts geliefert hat. Und dafür halten wir uns ja ganz gut in der Region. Das heißt, zum einen denke ich mir, es wird ein paar Leute geben, die den Dip kaufen. Dann werden die Burns auch ein bisschen unterstützend wirken. Und dann kommt vielleicht ein bisschen Nachfrage von neuen Leuten rein, die sich jetzt auf Bitpanda anmelden, sich vielleicht 10 Best holen, um die Spotlights zu claimen. Wenn sie bei anderen Leuten sehen, wie das Spotlight-Portfolio abgeht. Kurz gesagt, wir dippen da ein bisschen drunter, pushen da wieder ein bisschen hoch und gammeln noch so ein bisschen um die 45 Cent herum. Das bärische Szenario wäre, wir rasseln komplett wieder durch die 45 Cent durch, sehen noch einen weiteren stärkeren Verkauf, also ein tieferes Low. Vor allem, wenn dann ein tieferes High folgt, das wäre dann kein gutes Zeichen, weil dann ist wahrscheinlich der nächste Leg auch noch ein bisschen tiefer. Rechne ich jetzt damit eigentlich, wenn jetzt der Kryptomarkt am Steigen ist, soll es dem Best auch gut tun. Deswegen rechne ich jetzt eher mit dem neutralen Szenario, dass wir noch ein bisschen herumgammeln werden, bis halt Bitpanda was announced. So viel zum Best, jetzt springen wir rüber zum Panthos. Wie sieht es beim Panthos aus? Da haben wir es ja nicht geschafft, jetzt die 16 Cent wieder zu erklimmen und zu halten. Gut, das ist jetzt noch nicht so dramatisch, wenn es jetzt wieder rund auf die 15 Cent geht und wir dort in dem Bereich wieder Support sehen und dann wieder über die 16 Cent pushen. Ja, wäre es nicht so schlimm. Die Sache ist halt, wenn sich das bei Panthers noch ein bisschen zieht und wir hier noch weitere Abverkäufe sehen und hier nochmal ein tieferes Low ausbauen, dann könnte es so eine verzogene, hässliche Head and Shoulders Pattern Formation werden, die das Ganze hier noch ein bisschen runterziehen würde. Das wäre aber das totale Negativszenario bei Panthers, womit ich jetzt eigentlich nicht rechne. Das wäre sowas, wenn sie Panthers verschieben würden,
dann würde ich jetzt nochmal damit rechnen, dass wir solche Abverkäufe sehen. Was erwarte ich mir jetzt für die kommende Woche, jetzt für den Pantos? Das bullische Szenario wäre natürlich, dass wir gar nicht so weit runterkommen zu den 15 Cent, hier irgendwo stoppen und Pantos irgendwas announced und wir pushen wieder Richtung 16, 17 Cent. Das wäre natürlich super bullish. Vor allem, wenn wir die 17 Cent mit Schmackes brechen würden, dann da einen Retest drauf machen und dann davonziehen. Das wäre das super bullische Szenario. Da müssten sie aber dann schon announcen, dass es jetzt bald losgeht mit dem Mainnet oder schon wirklich geile neue Details bekannt geben. Vielleicht schon das Website-Update machen oder das White Paper rausbringen. Irgendwas, was die Leute wieder dazu bringt, dass sie schon FOMO drauf bekommen. Wenn sich das Ganze noch ein bisschen zieht bei Pantos, kann ja auch sein, dass sie erst im Dezember launchen. Ja, und jetzt in der nächsten Woche noch nicht viel bekannt geben und es geht noch ein bisschen runter. Testen wir vielleicht dieses 15 Cent Level hier an und je nachdem, wie die Stimmung gerade ist bei der Community, glaube ich, werden wir immer wieder so mal gegen die 16 Cent laufen, vielleicht mal drüber. Also uns hier in diesem 16 bis zu 15 Cent Bereich irgendwo halten. Das wäre so das neutrale Szenario. Das bärische Szenario sehe ich jetzt eigentlich wirklich nur, wenn Pantos kommt und sagt, sie schaffen es nicht, den Q4 zu launchen. Das wird natürlich bei der Community gar nicht gut ankommen, glaube ich. Und dann würden auch ein paar Leute einfach auch ihre Pantos-Position wieder reduzieren. Und dann, glaube ich, würden wir nochmal diese unteren Levels hier anlaufen. Rechne ich jetzt damit? Eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, es ist auch ein bisschen still um Pantos. Ich habe mir gedacht, hin zum Mainnet-Launch wird immer mehr Aktivität zu sehen sein. Davon merkt man noch nichts. Das heißt, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich dann schon bald losgeht. Vielleicht ist das auch Taktik, dass man die Leute so ein bisschen zappeln lässt. Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht dann erst im Dezember losgeht, wenn es jetzt noch so ein bisschen still ist. Aber es ist nur so mein Gefühl momentan. Vielleicht sieht es nächste Woche wieder komplett anders aus und Pantos announced was. Das kann dann richtig schnell gehen. Technisch haben sie gesagt, sind sie fertig. Sie warten nur auf anscheinend die Marketingpartner, auf die anderen Exchanges, wo dann Pantos gelistet wird etc. Leider gibt es keine Infos dazu, wie lang alles noch dauern wird. Sobald es da Updates gibt, werdet ihr es hier im Bitpanda Portfolio Update erfahren. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt ein nettes Kommentar. Wenn ihr Bock habt, bei der Make Best Great Again Gruppe dabei zu sein, dann drückt unten auf den Link, dann sehe ich, wie viele Leute da Interesse für haben und dann machen wir das wirklich. Das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Ich wünsche noch ein angenehmes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.